Willkommen zur Saison der Höllenhorde. Zwei unerwartete Verbündete halten euch für die letzte Hoffnung der Menschheit. Schließt euch ihnen an, um die Hölle davon abzuhalten, Sanktuare zu erobern. Neue Questreihen, neue Höllenbrechen-Dungeons, neue Höllenhorde, aufgewertete, einzigartige Gegenstände, 38 neue legendäre Aspekte und 15 neue Unix. Brandneue Saisonreise, brandneue kosmetische Gegenstände. Hoho, ich hab Bock, Alter. Ich gehe mit dem Druiden rein. Saisonaler Ralm, Weltstufe 2. Abfahrt. Also ein bisschen was zur Erklärung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein hier in die Saisonreise. Ich habe die Saisonreise zwar schon im PTR ein bisschen angerissen und gezeigt, aber die Questline oder die Story dahinter ist mal wieder nicht so unfassbar spannend, aber die führt uns ein wenig in die Höllenhorde mit rein. Ich werde das, glaube ich, hier im Video nicht so thematisieren, weil es nicht so relevant ist. Das macht man einmal schnell durch. Was ganz cool ist, sind ein bisschen die Flashbacks zu der Story. Das ist ganz cool. Aber davon abgesehen ist es eigentlich jetzt nicht so unfassbar spannend, die Story. Deswegen würde ich die Sea-Saisonreise erstmal außen vor lassen. Pet auswählen, ist klar. Vielleicht ein bisschen was zur Höllenhorde. Vielleicht ein bisschen was zur Helltide. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Gerade das mit dem Mindcage hat sich ja komplett geändert, weil man wusste ja nicht so ganz, ey, ist der Mindcage noch da oder nicht? Und der ist wieder da und bleibt jetzt auch immer ein Bestandteil des Spiels. Und in Season 5 kann man den Mindcage dreimal auf einmal zünden. So dass die Gegner nicht nur 10 Level höher sind, sondern sogar 30 Level höher. Und das geht nur in Season 5. Da bin ich super gespannt, wie krass das sein wird. Ja, die Geschenke auf Weltstufe 1 und 2 sind jetzt nur noch 75 anstatt 100 Glut. Das heißt, die kann man auf jeden Fall sehr viel einfacher aufmachen. Ist auf jeden Fall sehr cool. Dass das Pet dabei ist und die ganze Glut einsammelt, ist ja mal sowas von geil. Lol, voll am Laggen. Voll am Laggen, was ist denn da los? Hast du das gesehen? Für PlayStation 4 oder was? Ey, komm, man braucht nur zwei. Glaube ich. Ich glaube, man braucht nur zwei, Leute. Komm, ich kann mindestens einmal zünden. Wurde angepasst, in Weltstufe 1 und 2 nur zwei Herzen. Voll gut. Leute, macht Weltstufe 1 und 2 Herzen. Mann, ey, Druide ist immer noch für mich die spaßigste Klasse, ne? Die spiele ich jetzt zum 5. Mal. Ich finde die immer noch so spaßig. Viel spaßiger als alle anderen Klassen. Immer noch. Dass es sich einfach zu einem Werwerfer verwandelt, finde ich so cool. Macht mir so viel Spaß. Dumm. Wie ein kleines Kind. So, ab zur ersten Mission. Hier irgendwo sein Haus finden. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wo ist dein Häuschen? Hier ist ein Haus. Ist das? Ah ja, guck mal hier. Versteckte Tür. Rein da. Die Synchro ist wieder on point, oder? Lockeren. Oha, wer ist er? Weg mit dir. Ungeziefer. Wie geil ich in Gelb aussehe. Mann, wie cool ich aussehe in Gelb. Geschenk der Mutter. Das Geschenk der Mutter. Das Geschenk der Mutter wartet darauf, eingefordert zu werden. Stufe 1. Ziel abgeschlossen. So. Geschenk der Mutter. Wer beim Töten mächtiger Gegner fallen gelassen. Je größer die Herausforderung, desto mehr erhaltet ihr. Eine neue Herausforderung erwartet euch auf Weltstufe 3. Sammelt Geschenk der Mutter, um die Stärke zu sammeln, euch den Höllenhorn zu stellen. Okay. Okay, in Sabenzet gibt es jetzt hier Triune der Mutter. Ah, hier ist auch nochmal der Pfad, okay. Ach, das wird einfach von allen fallen gelassen, diese Belohnungen. Von Elite-Gegner, Champions, Höllenblüter und Bosse. Also kann man es doch in der Höllenflut finden. Und Höllenhorde geht dann erst auf Weltstufe 3. Das heißt, das Sammeln von dem Pass hier geht doch schon. Aber die Höllenhorde an sich geht dann erst auf Weltstufe 3. Okay, verstehe. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die Höllenflut, oder? Geschenk der Mutter, plus 1. Geschenk der Mutter. Okay, das geht auch in der Höllenflut auf Weltstufe 1, Leute. Das heißt, man kann wieder Funken sammeln auf der ersten... Da, Geschenk der Mutter, Geschenk der Mutter. Man kann wieder auf Weltstufe 1 komplett diese Wolfsehre durchmachen. Das finde ich richtig cool. Das finde ich wieder richtig cool. Ich mache jetzt schon mal einen Call, ich werde auf jeden Fall einen Test machen. Auf Weltstufe 1, wie lange es dauert, einmal komplett das ganze Ding durchzumachen. Nur beim Altar natürlich, da wo es am schnellsten geht. Das heißt, für alle, die in die Season starten, die sollten die ersten 2 Minuten die Season-Questline machen, um sich dann direkt das Geschenk der Mutter aufzumachen. Und nicht wie wir direkt in die Höllenflut springen. Wir haben eine Stunde Höllenflut quasi, ja, verdaddelt. Okay, ich habe jetzt diese Mission abgeschlossen.
auf Weltstufe 2 und natürlich geht die Questline weiter, das ist klar. Und man kann übel farmen, guck mal. Und das sind 124, okay, man sieht nicht immer jedes Level. 124 bis, 150 bis Stufe 4. Man kann leider nicht sehen, wie viel das letzte Level braucht, aber die ersten sind eigentlich immer relativ schnell, aber trotzdem mega. Das heißt, du kannst das ganze Ding durchballern in der Höllenflur auf Weltstufe 1. Das ist so cool. Ich hoffe, das hat euch einen kleinen Überblick gegeben über Season 5. Zumindest für den Start. Sehr, sehr cool, dass sowas wie die Wolfsehre zugekommen ist, die man auch in Weltstufe 1 farmen kann. Höllenhorde konnte ich euch jetzt noch nicht zeigen. Bin aber jetzt auf Weltstufe 3. Das heißt, das werde ich euch morgen auf jeden Fall nachreichen. Ich werde morgen auf Weltstufe 3 auf jeden Fall in die Höllenhorde gehen. Es gibt noch eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen möchte, falls ihr noch nicht mit einem Charakter gestartet habt und eine kleine Hilfe wollt, welchen Charakter ihr nehmen solltet. Ich würde euch ganz, ganz, ganz doll den Barbaren oder den Necro empfehlen, wegen Großvater. Das, also, die Uber-Unix haben ja alle einen Buff bekommen, das habe ich euch im letzten Video mal gezeigt. Aber was sind denn bitte 660% mehr Schaden und oben nochmal 150% mehr Schaden? Diese Waffe alleine gibt gerade 810% mehr Schaden, das ist achtfacher Damage und da ist kein Greater Affix drauf. Also für all die noch nicht wussten, welchen Charakter ihr spielen sollt, falls ihr vollkommen OP sein wollt, würde ich euch auf jeden Fall den Barbaren oder den Necro empfehlen, den Großvater nutzen können. Ich glaube, der Großvater wird komplett busted sein in der Season. Für alle, die jetzt nicht wissen, ey, wo hat denn jetzt schon den neuen Großvater? Das hier jetzt hier im Eternal. Ich habe mir den im Eternal direkt gemacht, um euch den einmal zu zeigen, wie verdammt broken der ist. Dazu gibt es ja auch noch Harlekins Krone mit über 50% Abklingzeit. Also die neuen Uber-Unix sind schon sehr, sehr krass. Und wenn ihr den Großvater spielen wollt, ja, der gibt extrem viel Schaden. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.